Und dann beobachtete ich, wie sogenannte gescheiterte Menschen mir zuhörten und wie sie weinten und sich aber dann schon wieder traurige Lieder wünschten, was ich nicht verstanden habe. Auch wenn Marianne als Kind nicht ahnt, welche Gefühle und Erinnerungen ihre Lieder bei den Menschen auslösen, schon sehr früh erfahren die Geschwister, warum es den Vater hierher treibt. Er versucht zu vergessen, was ihm und seinen Angehörigen als sogenannten Zigeunern von den Nazis angetan worden ist. Ja, als Kinder haben wir doch sehr bald erfahren, dass mein Vater im Konzentrationslager war, dadurch, dass er sehr viel trauerte um den Verlust seiner Familie. Es waren ja auch 11 Geschwister und er hat alle Geschwister verloren im Konzentrationslager. Doch der Vater möchte nicht, dass etwas davon nach außen dringt. Die Nachbarn sollen nichts erfahren. Es sind die Jahre des Schweigens. Stattdessen versuchen die Menschen, ihr Leben in die Hand zu bekommen, am Wirtschaftswunder teilzuhaben. Auch für die Rosenbergs kommt die Chance, als eines der Kinder eine kleine Zeitungsanzeige entdeckt. Petra las dann eines Tages in der Zeitung, Nachwuchswettbewerb für junge Talente, Sänger und Sängerinnen gesucht. Der erste Preis, ich glaube, ein Plattenvertrag, ja. Ein halbjähriger Schallplattenvertrag, so nannte sich das damals. Meine Schwester hatte ja auch nichts richtig anzuziehen für einen derartigen Auftritt. Ich glaube, wir haben lange gesucht nach einem richtigen Kleid für sie. Meine Schuhe waren kaputt, wir waren 7 Kinder, quasi eine 9-köpfige Familie. Wir hatten wenig Geld. Und dann erinnere ich mich, dass wir ihre Schuhe einfärben mussten, weil die nicht farblich nicht zum Kleid passten. Und da gab es eine Schuhfarbe, die wir dann kauften. Die trug man so mit dem Pinsel auf und dann hatte sie dann die passenden Schuhe dazu. Mit selbst lackierten Schuhen geht es zum schicken Kurfürstendamm. Im Europacenter, der neuen Attraktion in West-Berlin, findet im romanischen Café an einem Sonntagnachmittag 1969 der Nachwuchswettbewerb statt. Marianne sang ein Lied, ein italienisches, und stellte das vor und die Leute waren begeistert. Es war so mucksmäuschenstill, wie sie sang, und die Leute waren so fasziniert. Quarte tonus di Firenze, Aterdano na cantata. Es war einfach, wie nennt man sowas, eine schicksalhafte Begegnung. Ja, so war es einfach. Und als ich sie hörte, sie sang damals dieses wunderbar italienische Volkslied. Ich will den Namen nicht auf Italienisch sagen, weil ich mache bestimmt dann Fehler. Also auf Deutsch hieß das Ding Abschied von Sorrent. Ich sing mal so ein bisschen vor. Abschied von Sorrent, da-da-di-da-da-da. Und hin war ich. Ja, und dann kam dieser Applaus und der war auch richtig heftig, so dass ich ganz glücklich war, aber ich dachte eigentlich nicht, dass ich gewinne. Und ich habe aber dann an diesem Abend gewonnen. Mit gerade mal 14 erhält der Teenager den Plattenvertrag. Es ist der Beginn einer lang andauernden Zusammenarbeit zwischen ihr und dem damals auch gerade erst 20-jährigen Komponisten und Produzenten Joachim Haider. Ort der ersten Aufnahme ist der Meistersaal des Berliner Hansa-Studios. Ein gewaltiger Raum, wo die Schlager der Berliner Hitschmiede noch in Handarbeit eingespielt werden. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie
Das schweigsamste Mädchen war, was mir je im Leben begegnet ist. Ich sagte nichts anderes bei diesen Aufnahmen als ja oder nein. Nichts. Und dann dachte ich immer, die ist umgefallen. Also beim ersten Mal bin ich nochmal schnell in den Aufnahmeraum hier nach vorne gerannt und habe gesagt, nee, sie wartet aufs Band. Und dann habe ich immer Anweisungen gegeben und sie hat gesungen. Das kann man kaum glauben, aber es ist tatsächlich so gewesen, weil ich war halt auch mit 14 Jahren noch sehr kindlich, sehr introvertiert, scheu. Und so war unser erster Hit geworden, Mr. Paul McCartney. Sag, was mach ich bloß? Meine Sehnsucht ist so groß wie das Bild von dir an meiner Wand. Das Lied ist der 14-Jährigen auf die Seele geschrieben. Es erzählt von einem Mädchen, das ihrem Star flehentlich Briefe schreibt, die nicht beantwortet werden. Doch bald erkennt die Sängerin die Gründe ihres unbeantworteten Autogrammwunsches. Der Erfolg bringt allerlei Verpflichtungen mit sich. Mr. Paul McCartney, weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam. Mein Vater kannte natürlich viel früher jetzt als wir die Chance, auch dass es uns finanziell besser ging und dass wir dann möglicherweise vielleicht mal in ein Haus ziehen und jeder sein eigenes Zimmer bekommt, weil wir wohnten jetzt mit vielen Kindern in einem Zimmer. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater dann sagte, jeder, der uns schreibt, wird auch sein Autogramm erhalten. Mein Vater hat doch immer gesagt, das da draußen sind deine Fans und das ist wichtig. Und da musst du Autogrammkarten schreiben und da musst du, das musst du, die darfst du nicht enttäuschen. Ne? Und meine Schwester war oft genervt davon. Und dann mussten alle Kinder ran. Ne? Das sah dann wirklich aus wie bei den sieben Zwergen. So, der eine hat aufgeschlitzt, der hat diesen Brief rausgenommen. Also man musste so eine Rückantwort, ne? Da musste eine Briefmarke drauf sein. Dann wurde da reingeschrieben, wie viele Autogramme da rein müssen. Dann wurde das weitergereicht und ich konnte diesem Ansturm, ob ich wollte oder nicht, nicht mehr gerecht werden. Also sowas schafft kein Handgelenk. Und dann hat dann schon mal meine Schwester Tamara auch die Unterschrift geübt und die war halt am besten, am ähnlichsten. Die anderen haben es auch versucht. Und Tamara und ich haben dann Autogramme geschrieben hintereinander weg. Ein anderer hat sie eingetütet, der eine hat zugeklebt und der Kleine hat sie alle zur Post gebracht. Ich bin wie du, wir sind wie Sand. Aus den Rosenbergs wird ein kleines Familienunternehmen, das den Erfolg Mariannes als Gemeinschaftsprojekt empfindet. Dadurch erhoffen sich die Eltern, dass keines der Kinder durch den plötzlichen Rummel die Bodenhaftung verliert. Dennoch bleiben erste Veränderungen nicht aus. Zum Beispiel, wenn wir den Abwasch machten, ich wusch ab, meine Schwester trocknete ab, das war ein Ritual, ganz klar. Das musste so, auch beispielsweise Sonntag nach dem Mittagessen. Und da stand sie nicht mehr zur Verfügung. Das musste ich ja jetzt erstmal dann realisieren, ja, weil ich gesagt habe, ja komm, egal ob die singt oder nicht, die hat jetzt hier abzutrocknen. Ja. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer. Tatsächlich bleibt Marianne kaum Zeit mehr, wie ein normaler Teenager zu leben. Fototermine, TV-Auftritte, Promotion nehmen sie in Beschlag. Die Plattenfirma wittert wegen ihrer außergewöhnlichen Stimme sogar internationale Chancen und schickt Marianne zu Schlagerfestivals ins Ausland. Eines der seltenen Fernsehinterviews hält fest, wie die Schülerin sich nach einem Auftritt in Bulgarien respektvoll über die Konkurrenz äußert. Die waren alle sehr, sehr gut und besonders die bulgarischen Sänger. Da muss man, glaube ich, 3 Jahre Studium haben, ehe man hier überhaupt auf die Bühne darf. Und in Deutschland, glaube ich, haben nicht so viele Studium. Also jetzt Schlagersänger, meine ich. Die hatten ja auch nicht die Chance, solche Ausbildung zu haben, wie die hier üblich ist. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich hatte ein halbes bis dreiviertel Jahr Gesangsunterricht, aber das noch nicht, also vor meiner ersten Singleplatte. Das war schon, also es hatte schon auch einen sehr altmodischen Aspekt einer gebauten, von Kind an gebauten Karriere, die länger ging als nur das Mädchensein, die man auch in die 20er Jahre, in die Teenie-Zeit rübergerettet hat. Und das hatte schon natürlich auch
den Aspekt des Business und des Bauens einer Karriere, aber sie hatte sogar in dem Fall noch den Vorteil, dass man langfristig dachte, was man heute ja nicht mehr tut. Heute hätte man sie ein Jahr singen lassen, nehme ich an, und das wäre es gewesen, vielleicht zwei. Um die Popularität weiter zu nutzen, geht es abends zu Auftritten in Tanzgaststätten und Clubs. Es ist eine Reise durch die Bundesrepublik der anbrechenden Disco-Ära der frühen 70er Jahre. Marianne, stets begleitet vom Vater, der nun ihr Manager ist. Also ich denke, dass wir waren bestimmt so im Schnitt dreimal die Woche unterwegs. Und da spielte man dann in kleinen Clubs quer durch die Bundesrepublik. Und das muss man sich nicht vorstellen wie heute, wo man dann auf einer Bühne ist und geht ab und kommt vielleicht nochmal später und schreibt ein paar Autogramme, sondern in einem kleinen Club sitzt man dann an einem Tisch, steht dann auf und singt, setzt sich wieder hin und die Leute kommen dann und wollen dann Autogramme. Aber auch eigene Wünsche können bald erfüllt werden. Familie Rosenberg zieht ins ersehnte Haus ein. Doch der Ort, an dem es steht, symbolisiert zugleich, wie unsicher all das noch war, was dank der Erfolge von Marianne erreicht worden ist. Je älter ich wurde, desto mehr begriff ich, weil wir zogen nämlich dann in ein Haus an die Berliner Mauern. Und dann war mir klar, dass meine Eltern natürlich eine Boutique aufnehmen mussten. Wir konnten ja so ein Haus nicht bar bezahlen. Und dann war mir auch klar, du musst jetzt Erfolg haben und du musst auch weitermachen. Samstag, 19. April. Und es geht weiter. Doch der Erfolg hat Konsequenzen. Da Marianne wegen der Doppelbelastung vorzeitig die Schule verlassen hat, trifft sie kaum noch mit Gleichaltrigen zusammen. Stattdessen wächst sie nun in der künstlichen Welt des TV- und Musikgeschäfts heran. Genauso in dem Studio 3. Der Berliner Union Film. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Zum 69. Mal, meine Damen und Herren. Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, erinnert sich die Sängerin bei einem Rundgang auf dem Studiogelände der Hitparade zusammen mit ihrem Stylisten Markus, der bereits als Kind ihr größter Fan war, wie sie damals hier diese Welt betrachtete. Ich kam meistens mit einer Taxe an oder mit dem Auto meines Vaters. Und beim ersten Mal kam ich mit einem Mann von der Plattenfirma. Und zum ersten Mal fühlte ich mich sehr verloren. Ja, verloren, einsam, unbeachtet. Die Kleine, keiner nahm Notiz. Das war nicht mein Problem, sondern ich wusste nicht so richtig, was passierte. Das heißt, ich sah mir die Kollegen aus dieser Perspektive an, eben aus einer etwas kindlichen, teeniehaften Position. Und weiter mit der Startnummer 10, heute zum 50. Mal auf einer Fernsehbühne. Marianne Rosenberg, der Titel Lieder der Nacht, die 10. Trotz der vielen Auftritte wirkt die Sängerin immer etwas außenseiterhaft. Verhalten, anders als im bunten Hitparadentrubel üblich. Und meine Mutter zum Beispiel, die hat immer gesagt, damals, als sie dich sah, die ist immer so ein bisschen arrogant. Und das war deine Unsicherheit, weil wenn du dich heute siehst bei der Hitparade, du bist immer so ein bisschen, du hattest so was anderes. Weißt du, was ich meine? So eine Unnahbarkeit, die aus wahrscheinlich daraus resultierte. Ja, aber das blieb auch später, ne? Dass viele Leute dann dachten, oh, die ist arrogant, oder auch, dass Kollegen dann in späteren Jahren, in den 80ern dachten, oh, die will sich von uns abgrenzen und so. Ich bin so mehr zurückgenommen und introvertiert. Also ich hätte es gar nicht gekonnt jetzt, wie du sagst, hier wie Marys Schwester, sich auf den Schoß irgendwie eines Publikums da, eines Gastes zu setzen oder so. Nein. Also wenn ich eins niemals konnte in meinem Leben, dann war es animieren. Und ich dachte ja sowieso, und das denke ich bis heute irgendwie, dass ich eigentlich für diese Art von Beruf eine Fehlbesetzung bin.
Doch die vermeintliche Fehlbesetzung hat in dieser Phase einen Hit, der ihrer Karriere ungeheuren Schub verleihen wird. Ein Song, der überaus eingängiges Versgut mit schwarzem US-Dance-Sound vermischt. Für sie stand völlig außer Zweifel, dass die Musik für Deutschland was völlig Neues war. Das hat sie auch immer unterschrieben. Aber sie hat mir zu Beginn gesagt, also ich muss dauernd diese Texte mit diesen grauenhaften Problemen singen. Der Rotschalk schreibt mir Sachen, die hat er offenbar von seinen misslungenen Ehen abgekupfert. Inzwischen haben wir das auch geklärt. Ich glaube, Marianne ist mit dem, was ich hier damals geschrieben habe, ganz zufrieden. Ich gebe allerdings zu, ich hätte es nicht so ausgedrückt wie Gregor Rotschalk. Ich hätte nie einen Text gemacht wie Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Da gehört natürlich auch eine gewisse Chuzpe dazu, die ich, wenn ich selbst schreibe oder Text schreibe, so nicht habe. Ich hätte meine Faszination für einen Mann so nicht ausgedrückt, wie er sie ausgedrückt hat. Ist es wahre Liebe, die niemand vergeht? Doch dieses Liebesbekenntnis erweist sich als unwiderstehlich. Für ganz neue Fans ihrer Musik. Es avanciert 1976 zum Evergreen einer Community, die sich selbstbewusst anschickt, ihre sexuelle Identität endlich frei auszuleben. Und Marianne wird zu ihrer Ikone. Plötzlich wurde Marianne zur Kultfigur der Gay-Szene. In allen Läden, in denen Männer mit Männern zusammen war, lief plötzlich Maya Rosenberg. Wir haben uns das nie erklären können. Dass jetzt die Schwulen bestimmte Songs für sich genommen haben, liegt sicherlich einerseits an dem Bild, das sie abgibt, dieses Unschuldige, diese weiße Haut, dieses Schneewittchenartige, die hohe Stimme, aber auch natürlich an den Zeilen, die sie gesungen hat. Oder wenn man jetzt sagt, er gehört zu mir. Angeregt durch den Rummel um Marianne verabredet sich Rosa von Praunheim mit der Sängerin am Flughafen Tegel. Der Aktivist der Schwulenbewegung möchte sie für ein ARD-Porträt interviewen. Danke. Was, hast du Fieber oder? Na, Fieber habe ich nicht, aber starke Halsschmerzen. Du siehst lutzig gerade. Aha. Und hast dann... Ich kam ja nur aus einer ganz anderen Welt, also als sehr politischer Mensch, sehr provozierend, und sie präsentiert eine heile Welt praktisch. Also ich dachte, wenn, dann machen wir das witzig und parodieren das so ein bisschen. Und gleichzeitig war ich fasziniert von Marianne Rosenberg, wie die meisten Schwulen. Marianne, ich darf doch du sagen, oder? Ja, klar. Marianne, du bist ein Star. Du bist ein Idol von Millionen Teenagern. Du bist schön, reich und berühmt. Aber bist du auch glücklich? Glücklich, glaube ich, ist man nie. Man jagt eigentlich immer dem Glück hinterher. Und ich glaube, es gibt im Leben eigentlich nur immer Glücksmomente. Und die habe ich genauso wie jeder andere. Was bedeutet für dich das Wort Liebe? Liebe bedeutet für mich sehr, sehr viel. Ich singe ja viel von Liebe, aber im Augenblick konzentriere ich mich mehr auf Karriere als auf Liebe. Nach den ausweichenden Antworten der 21-Jährigen versucht der Filmemacher dann doch, an der Fassade der Schlagersängerin zu kratzen, und spricht sie auf Gerüchte um ihre Herkunft an. Also ich habe damals, glaube ich, nicht gewusst, dass der Vater im KZ war. Ich wusste nur, sie wohnt am Stadtrand mit irgendwelchen Tieren und war sehr jung, als sie diese Karriere gemacht hat. Und hörte eben nur, dass da ein Hintergrund ist. Das waren auch so Gerüchte. Also war das jetzt als Zigeuner, war das jüdisch und so weiter. Mehr wusste ich nicht. Deswegen damals auch die Frage, und ich wollte das erfragen. Ich wollte sozusagen hinter diese Schlagerkulisse so ein bisschen gucken, aber das wurde mir dann nicht erlaubt. Der Name Rosenberg lässt darauf schließen, dass du Jüdin bist. Wart ihr rassisch diskriminiert?
während der Nazi-Zeit? Nein. Ich war verwirrt, weil es war auch eine Belastung für mich. Einerseits, dass ich nicht sagen sollte, nicht durfte und auch gar nicht darüber reden wollte, weil das auch ein sehr schwieriges Thema ist. Es soll noch nicht sein. Die Leidensgeschichte der Familie droht hervorzukommen und wird gleich wieder weggesperrt. Naja, mein Vater war der Ansicht, wir sollen das nicht bekannt geben, dass wir Zinti sind. Also meine Schwester sollte das nicht bekannt geben. Er hatte halt Angst auch vor Übergriffen, vor rassistischen Übergriffen. Und er hatte auch Angst, dass ihr das schaden könne bei der Karriere. Er wollte mich also beschützen. Ja? Und ich habe dann... ich habe mich viele Jahre daran gehalten, an dieses Verbot. Und das war nicht immer leicht für mich, es war bedrückend für mich. Man gibt seine Identität nicht preis, aus Angst vor Ausgrenzung, vor Benachteiligung. Und aus Sorge vor Nachteilen einer Welt, die durch Betroffenheit nicht gestört werden will. Marianne Rosenberg verlangt dies einiges ab, manchmal zu viel. Ende der 70er Jahre, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, wird bei ihr das Gefühl immer stärker, nicht länger fremdbestimmt sein zu wollen. Und irgendwann fing sie an, sich zu widersetzen. Sie wollte das nicht mehr bedienen. Sie wollte neue Wege gehen, sie wollte progressiv sein und sie glaubte, dass das, was sie bisher gemacht hatte, eigentlich zum Müll gehörte. Und natürlich ist eine Mainstream-Plattenfirma für jeden, ob er 14 ist, männlich, weiblich oder ob er 20 ist, immer ein immenser Druck. Weil der Mainstream fordert, dass man sich anpasst und dass man das tut, was der Mainstream fordert, sprich das Business. Und das ist für keinen Künstler leicht. Aber wenn man so jung ist, ist man dem ziemlich ausgeliefert. Der Konflikt spitzt sich zu. Selbst die Bravo Home Stories jener Tage sind gespickt mit Zitaten, die zeigen, dass Marianne Rosenberg nicht länger mitmachen will, was das Schlagergeschäft von ihr verlangt. An diesem Punkt kommt jeder, der ein bisschen kreativ veranlagt ist, der im Leben weiterkommen will. Das ist die Arbeit an sich selbst, die Tatsache, dass man sich in Frage stellt und sagt, ist man richtig positioniert oder nicht. All diese Dinge spielen da eine Rolle und ich unterstelle einmal, dass Marianne durch ähnliche Prozesse durchgelaufen ist und dann irgendwann gesagt hat, ich bin Rosenberg, ich stehe auf dem Plakat, ich will bestimmen, was mit mir passiert. Ich war im Urlaub, ich weiß noch ganz genau, ich war in Marbella im Urlaub und Marianne rief mich an und sagte, ich singe Marlene nicht. Ich sage, wieso singst du Marlene nicht? Ich singe doch keine andere Frau an. Ich sage, Marianne, wie? Marianne wollte nicht singen, ich bin wie du, er gehört zu mir, Marlene. Alle ihre großen Erfolge waren erstmal so. Und gerade jetzt ist ein weiterer Hit entstanden, der es der Sängerin schier unmöglich macht, sich zu widersetzen. Dann hing es auch damit zusammen, dass ich dann die Musik, die ich gemacht hatte, als immer wertloser empfand. Ich dachte dann auf einmal, das ist ja alles ein ausgemachter Unsinn, was ich da gesungen habe. Wie Blumenduft ist jedes Mal, das über deine Lippen kommt. Aha. Begehrt er dich, so kann ich das verstehen. Ich habe dann irgendwann gedacht, die einzige Möglichkeit, wie ich da wieder rauskomme, ist, wenn ich keinen Erfolg mehr habe. Dann lassen die alle los, so wie eine heiße
Kartoffel. Dann lassen die dich fallen. Und dann kannst du alles machen, was du noch nie gemacht hast. Nach 10 Jahren Showgeschäft und Millionen verkaufter Platten steigt Marianne Rosenberg aus. Ihr Leben findet nun woanders statt. Sie taucht in die Westberliner Szene ein, WG-Partys statt Autogrammstunden. Doch so schnell wird sie ihr Image auch hier nicht los. Du hast mir so viel von ihr erzählt, dass ich sie gleich erkannte. Das ist also die andere, habe ich gedacht. Die vor mir. Es geht natürlich auch noch anders. Ja? Einer der Partygäste macht sich einen Spaß daraus, einen von Mariannes Hits auf dem Plattenteller mit halber Geschwindigkeit laufen zu lassen. Gestern habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Oh, das ist jetzt etwas schwieriger zu synchronisieren. Du hast mir so viel von ihr erzählt, dass ich sie gleich erkannt habe. Ich hatte jetzt nicht so ein Bild, oh, da ist jetzt die große Schlagerprinzessin, die Schlagerkönigin. Damals aber habe ich sie als jemand kennengelernt, die das alles nicht mehr wollte. Habe mich jetzt eigentlich auch gar nicht so gefragt, was heißt das für jemanden wie sie, weil ihr wirkliches Leben, was sie als Kind durchgemacht hat, wie das alles verlief, das hat sich mir erst viel später wie so ein Mosaik gezeigt. Das war am Anfang gar nicht so sichtbar. Ich habe nur gedacht, das ist jemand, die will jetzt was anderes kennenlernen und offensichtlich hat sie Spaß an der Welt, in der ich eben damals lebte, also so underground. Ich wollte leben und ich wollte schauen, wie die anderen Musik machen, ja, die in meinem Alter, wie die aufnehmen. Ich wollte mich ausprobieren, ich wollte selbst Songs schreiben, ich wollte mal dabei sein, wie die Musik entsteht, ich war nie dabei. Amara mia. Mit der Underground-Musikerin Marianne Enzensberger experimentiert sie an neuen Sounds herum. Gemeinsam nehmen sie in dieser Zeit Songs auf, die zwar die angestammte Anhängerschaft irritieren, dafür aber garantiert nicht in die Hitparaden zurückführen. Danke, Maro. Das war für mich damals auch ein Phänomen, weil es mir nicht einfach auszusteigen, denn sie hat ja bis in 18 Jahre noch gut verdient, also und das war ja doch ein ziemlicher Bruch. Und ich denke mir, die Platten, die sie gemacht hat, auch mit Marianne Enzensberger später, dass sie sich nicht so gut verkauft haben wie ihre früheren Produktionen. Ne? Aber das war schon ein sehr mutiger Schritt für eine Frau, die eigentlich aus dieser Branche kommt, erfolgreich ist und plötzlich was ganz anderes versucht zu machen. Und das kann man nur sagen, ist bewundernswert. Hat es in Deutschland ganz selten gegeben. Mitte der 80er Jahre kommt es zur Zusammenarbeit zwischen Rio Reiser und Marianne Rosenberg. Gerd Möbius hat alle Lieder und Texte seines früh verstorbenen Bruders aufbewahrt. Darunter auch einer der Songs, die Rio für Marianne schrieb. Und wie es früher war, Zauberland ist abgebrannt. Es ist eine Begegnung voller Überraschungen. Der Protestsänger schreibt für Marianne einige sentimentale Lieder. Zu gefühlig für sie. Es erinnert zu sehr an das, was sie hinter sich lassen will. Es war, wie wenn wir uns in der Mitte eines Sees treffen und jeder begutachtet den anderen mit einer unbändigen Neugier. Und ich hatte den Eindruck, er wollte dorthin, wo ich herkomme. Er hat es auch gesagt. Ich möchte 1 Million Platten verkaufen. Und ich wollte dahin, wo er herkommt. Ich hatte ihm dann später gesagt, ja, ich arbeite jetzt in einem Kollektiv, so mit Leuten, wir machen das alles zusammen, der eine kann das, der andere kann das. Und so, und er hat gesagt, das ist ein Quatsch, vergiss diesen Unsinn. In der Musik gibt es keine Demokratie, du brauchst einen Manager. Und hat mich dann zu unserem gemeinsamen Manager gebracht. Und da war er ganz entspannt.
und viel entspannter als diejenigen, die immer nur hören wollten. Der eine muss immer singen, er gehört zu mir, und der andere muss immer singen, macht kaputt, was euch kaputt macht. Bei den Hausbesetzer-Demos Mitte der 80er Jahre kommt es nicht nur zum Aufeinanderprallen von Polizei und Demonstranten, sondern zu einem ziemlich absurden Crash, der zeigt, wie tief die Bilder sitzen, die sich einmal eingebrannt haben. Ja. Unser Lied. Gemeinsam mit ihrer Freundin Janina nimmt Marianne Rosenberg am Protest gegen den Häuserleerstand teil und trifft dabei auf Vorurteile, die man eher woanders vermuten würde. Die Anarchos und die Linken an sich, die sahen jetzt eine Frau, diese... Sie haben die ganzen Sendungen natürlich abgelehnt, aber sie wussten natürlich schon, was eine Hitparade ist und was Schlager sind. Und jetzt kommt da so ein Schlagerschnulli vorbei und sagt, ich bin ganz eurer Meinung, ich finde auch das Eigentum verpflichtet und so. Es war sehr krass. Das war Begegnung der dritten Art. Aber sie ist doch dann eine junge Frau auch geworden, die nachgedacht hat, die klug ist, die auch rebellisch ist, die nicht irgendwie... gesagt hat, ich bin jetzt Marianne Rosenberg, das reicht mir, ich bin das nette Mädchen von nebenan. Ich glaube, den Mut kann man nur entwickeln, wenn man dort herkommt, wo sie herkommt. Die Vergangenheit prägt diese Widerstandskraft, die da gefragt ist, immens. Also so eine Steh-auf-Männchen-Mentalität, die kommt, weil man weiß, wie es unten aussieht. Ich sage immer, wer sich nicht bückt, der weiß nicht, wie sich der Boden anfühlt. Ja. Und zum Bücken muss man bereit sein. Ja. Sich zu beugen, ohne seine Haltung zu verlieren. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sich zu versöhnen, ohne zum Kollaborateur zu werden. Heute engagiert sich Marianne Rosenberg für das, was sie früher selbst verdrängte, verleugnete. Gemeinsam mit ihrer Schwester Petra, die sich in Berlin für die Interessen der Sinti und Roma einsetzt, erinnert Marianne am Holocaust-Gedenktag an die Leiden, die ihrem Vater, seiner Familie und ihrem Volk zugefügt wurden. Sie trafen hinter unseren Zaun. In der Bochumer Christuskirche lesen Sie aus dem Buch, das Ihr Vater vor seinem Tod über sein Überleben im Lager schrieb. Jeder spricht mich auf diese Nummer an. Immer wieder muss ich erzählen, erklären. Ja, sie unterstützt auch meine Arbeit, so kann ich sagen. Und was ich sehr gut finde, weil sie hat ja doch einen viel größeren Bekanntheitsgrad als jetzt eine Organisation unserer Minderheit. Und das ist natürlich wunderbar, weil Leute hören dann eben zu, wenn meine Schwester was sagt. Wenn ich was sage, da hört man was, am nächsten Tag ist es vergessen. Aber wenn Marianne Rosenberg etwas sagt, dann wird das auch, da hört man mir zu. Die Dunkelheit wird uns die Sicht nicht nehmen, erst viel zu spät. Wirst du verstehen? Du sagst, du willst nicht länger davon reden. Vergangenheit ist da, um zu vergehen. Dein Hakenkreuz trägt sie in unsere Leben. Du schreibst mit Blut. Wann wirst du verstehen? Auch künstlerisch hat die unbequeme Schlagersängerin ihren Frieden gemacht, ohne zur Kollaborateurin geworden zu sein.
Die Underground-Ausflüge sind zwar Vergangenheit, und doch ist sie dem Kreuzberger Tonstudio, in dem sie einst mit Rio Reiser zu rocken riskierte, treu geblieben. Und irgendwie hat sie auch zu sich zurückgefunden. Ihre neuen, selbstproduzierten Songs erinnern wieder an die alten Klänge, die alle Aufs und Abs überdauert haben. Geliebte Junge, ich folge den Spuren. Ich suche den Stoff aus, ich bestimme die Richtung, in die es gehen soll. Und ja, ich agiere, kann man sagen, wie eine Regisseurin. Und heute ist es manchmal so, dass ich dann denke, meine Güte, wie toll war es doch, ins Studio zu kommen, einfach zu singen und wieder zu gehen. Weil es ist natürlich auch so, dass man dann eine große Verantwortung trägt. Das gilt auch für den Umgang mit den Erwartungen der Fans, die zur großen Schlagernacht in Bad Segeberg eintreffen. Ich bin nicht so. Sie kommen, weil sie die Hits von gestern hören möchten. Größtenteils möchte man doch die alten Hits. Die Leute verbinden damit natürlich selbst Lebensabschnitte, ihre eigenen Lebensabschnitte. Es sind immer die Vorstellungen, die Märchen, die Poesie oder der Alltag derjenigen, die jemanden hören. 10.000 Zuschauer werden bald hier sein, um die bunte Yesterday-Revue zu genießen. Star des Abends ist Marianne Rosenberg. Das Publikum ist vor allem wegen ihr hier. Und wenn man dann das andere Ufer erreicht hat, erschöpft, ausgelaugt, aber wahrscheinlich auch zufrieden, dann entsteht die Kraft, zurückzugucken. Und wenn man dann das andere Ufer noch sieht, erscheint es vielleicht in einem etwas geläuterten Licht. Seit über 4 Jahrzehnten steht Marianne Rosenberg auf der Bühne. Nicht nur die Zeiten haben sich verändert, auch die Interpretin selbst. Aber ob sie es will oder nicht, ihre Hits gehören einfach zu den Ohrwürmern der Nation. Welcher Künstler kann das schon von sich behaupten? Das Publikum oder eben viele Menschen, die an dieser Musik festgehalten haben, die haben bewirkt, dass es diese Musik heute noch gibt. Und davor musste ich natürlich jetzt auch Respekt haben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das noch einmal mache, dann ist das nicht leichtfertig. Und dann hatte ich eben, weil ich so jung angefangen habe, hatte ich genügend Zeit damit, meinen Frieden zu schließen und zu reflektieren. Und dann konnte ich sagen, pass mal auf, ich kann das zwar vielleicht nicht mehr sein, aber ich war das. Ja, das gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Thank you.